Und zu dem ersten Part in der Let's Play FIFA 14 Web, also zu Let's Play FIFA 14 wird aber nur in der Web-App stattfinden. Ich zeige euch mal meine Teams. Einmal Mario Balotelli, El Shaarawy, Vidal, Marchisio, Pirlo, Lichtsteiner, Abate, Basak, Buffon, Cellini und Radu. Dann mein Backlink-Team Nasri, Nani, Torres, Fellaini, Colchrane, David Lewis, Hart, Clichy, Schürrle, Fernandinho, Richardson. Mit Gomez muss ich noch überlegen, ob ich den wieder einbaue. Dann habe ich ein Bundesliga-Team. Einmal Mario Mandzukic zum Sturm, dann Mario Götze, Toni Kroos, Ilkay Gündoğan, Kvaratskhelia, Elia, Alaba, Dante, Adler, Philipp Zanzana, Piszczek. Ich kriege es leider nicht hin mit dem Körper-Konsolenspielen, da ich den Treiber nicht hinkriege. Wenn da jemand Tipps dazu hat, soll er sie bitte in die Kommentare schreiben. Oh, halt, das hatten wir ja schon, Mannschaft Auswahl. Jetzt gehen wir zu dem BBVA-Team. Das ist auch noch recht stark, wie ich finde. Im Sturm Karim Benzema, Thuram, Modric, Isco, Iniesta, wie heißt er nochmal? Marie, der. Marie, keine Ahnung, warte. Info. Dia Marie. Keine Ahnung, ob man ihn so spricht. Marcelo, Ramos, Casillas, Piqué und Dani Alves. Das sind meine Teams. Es gibt jetzt noch ein kleines Pack-Opening. Ihr seht, ich habe 9000 Münzen und davon werden wir ein so eins ziehen. Ja, möchte ich. Und. Haben wir was Gutes gezogen? Ich konnte es nicht so schnell sehen. Nur Kabul. Weiter. Na toll. Kann man hier. Wo ist denn Preisvergleich? Auf die Transferliste mal erstmal. Abstoßen. Der wird nichts wert sein. Abstoßen. Die Verträge solltet ihr unbedingt mitnehmen. Die könnt ihr dann noch für richtig viel Geld verkaufen. Ja, Heilung würde ich auch noch mitnehmen. Und den Rest würde ich wegschmeißen. Alles abstoßen. Und wenn ihr die Trainer nicht habt, unbedingt mitnehmen. Die helfen euch wirklich sehr. Jetzt gibt es mal kleine Handeltipps. Ihr solltet dann euch einen bestimmten Spieler raussuchen. Nehmen wir einfach mal, keine Ahnung, René Adler. Ach, toll. Ja, danke. Nation ist Deutscher. In der Bundesliga spielt beim HSV. Na komm, wo ist der HSV? Und zu dem Cameron Restyles kommen wir auch noch, obwohl ich habe keinen mehr, glaube ich, egal. Cameron Restyles, hier, dann sucht ihr euch den billigsten raus. Nehmen wir jetzt mal diesen, bietet, macht ihr macht den, solltet den erstmal auf die Beobachtungsliste packen, dann könnt ihr hier Beobachtungsliste, ihr solltet bei demjenigen Spieler mal sehen, vor wie viel weggeht. Ja, so. Wenn ihr das gemacht habt, wenn ihr den billigsten habt und dann stellt ihr ihn einfach ein bisschen teuer rein und schon habt ihr Gewinn gemacht. Ich hab alles ist in meine Teams geflossen. Bestenlisten. Ja. Ihr könnt mich gerne adden. Mein Name ist Emma5678. Und dann können wir auch gerne mal Ultimate-Team zusammenspielen. Ja, ich habe hier das FC Bayern Heimtrikot und das. Ich finde das Valencia Auswärtstrikot einfach cool. Und den Ball hier. Das Geschmackssache, dann zeigen wir euch mal. Generations? Was für Generations? Ach, das ist meine Art, da sind meine Teams von FIFA 12, ne? Auch dabei. Ja, Tatsache. Gut, dann gehen wir mal. Wo kann ich. Ach, da, Team der Woche. Lass mich zum Team der Woche hin. Lass mich zum Team der Woche hin. Lass mich zum Team der Woche hin. Ich glaube, das wird ein recht kurzer Part. Danach werde ich schon beenden. Es waren halt so kleine Handelstipps und ein kleines Pack-Opening. Paar Tipps. Ja. Hier. Verwaltet deine Mannschaft online. Habe ich doch ja. Eto'o, EF im Sturm, Vidal, Cavaye, Cazorla. Zur Info, EF heißt in Form. Die bringen an immer, wenn man den Packs sieht, richtig viel Asche. Die Gold.
Vor allen Dingen so ein Aguero-UEFA-Büchern viele gesehen. Es waren ja auch neulich Team of the Year-Spieler rausgekommen. Das sind die Blauen, haben auch viele blaue Karten gezogen. Ich leider nicht. Mein bester Spieler, den ich bisher gezogen habe, ist Arjen Robben normal. Für 400.000 habe konnte ich den verkaufen. Ist doch nicht schlecht, oder? Das war es auch, glaube ich, schon zu dieser kurzen Folge zu der FIFA 14 Ultimate Team Web App. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr von dieser Web App sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Das war's von mir und ciao.